Am Freitag lud das städtische Krankenhaus zur feierlichen Eröffnung der neuen Radio-Onkologie ein. Das Klinikum Chemnitz geht dabei neue Wege der modernen Krebsbehandlung. Nach dreijährigen umfangreichen Umbau- und Modernisierungsarbeiten sind nun die Behandlungsbereiche, die Stationen sowie die Ambulanz unter einem Dach konzentriert. Im Haus 37 am Standort Kirchwald sind alle Bereiche patientenfreundlich, offen und hochwertig gestaltet und modernisiert worden. Dabei wurde auch großer Wert auf die Patientensicherheit gelegt. Wir sehen uns notwendigerweise als medizinischen Innovator und vor dem Hintergrund sind wir auch den Schritt gegangen, in die tiefen Hyperthermie zu investieren. Das ist die vierte Säule der onkologischen Therapie und wir runden damit unser Spektrum ab und sind der festen Überzeugung, auch gemäß der vorliegenden Studien, dass wir den Patienten entsprechend hiermit eine deutlich bessere Versorgung zukommen lassen können. Die von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte Klinik für Radio-Onkologie am Klinikum hat nun die in vielen Bereichen bereits etablierte Behandlungsmethode Tiefenhyperthermie eingeführt. Die dazu notwendigen technischen Anlagen sind installiert und in Betrieb gegangen. Die regionale Hyperthermie kann in Kombination mit Bestrahlung und Chemotherapie ein effektiver Bestandteil der Krebstherapie sein. Sie kann in Kombination und nur in Kombination mit Bestrahlung und oder Chemotherapie das onkologische Ergebnis verbessern. Oder sie kann in manchen Situationen, wo ich vielleicht nicht so intensiv behandeln kann, wie es der Standard ist, oder wo ich ein zweites Mal bestrahle, wo ich die Durchblutungsverhältnisse nicht so gut habe, kann die Hyperthermie das Behandlungsergebnis für den Patienten verbessern. Mit jährlich über 1000 neuen Tumorerkrankungen und etwa 1200 Patienten mit entzündlich-degenerativen Erkrankungen zählt die Klinik für Radio-Onkologie am Klinikum Chemnitz inklusive Ambulanz zu den größten Strahlentherapieeinrichtungen Deutschlands. Technisch auf höchstem Niveau ausgestattet ist die Klinik für Radio-Onkologie beispielgebend über die Region hinaus. Neben moderner Technik sind auch aktuelle Bestrahlungs- und Therapiekonzepte nach internationalen und nationalen Standards für eine erfolgreiche und nebenwirkungsarme Behandlung auf Top-Niveau notwendig. Wir haben alle Möglichkeiten der modernen Strahlentherapie, von der Stereotaxie, der adaptiven Strahlentherapie, der Brachytherapie, der Siedimplantation, der Leberbrachytherapie mit den Kollegen der interventionellen Radiologie zusammen. Ich habe jetzt bestimmt die Hälfte vergessen, sozusagen, was wir alles machen können. Wir können Ganzhautbestrahlung machen, wir können Ganzkörperbestrahlung machen, also auch die Spezialgebiete, wie sie nicht mal alle Unikliniken anbieten. Und da ist man natürlich schon einerseits stolz drauf, das muss man schon auch ganz offen sagen. Auf der anderen Seite ist es einfach wichtig, dass ich dieses Portfolio zur Therapie des Patienten zur Verfügung habe. In den vergangenen Jahren wurde am Standort Kirchwald, insbesondere in der Klinik für Radio-Onkologie, stetig in medizinische Kompetenz und Hightech-Medizintechnik investiert. Mit der Modernisierung und Zentralisierung der Klinik ist nun ein weiterer Meilenstein erreicht, um als Maximalversorger Spitzenmedizin für die regionale Versorgung zu erbringen.